Hallöche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Testament des Sherlock Holmes. Ich bin richtig froh, dass es jetzt wieder hier regelmäßiger laufen kann, weil ich ja den Trick jetzt rausgefunden habe mit dem Speichern und so. Apropos Speichern, ich speichere eben mal diesen Speicherstand hier. Was meinen Sie, Holmes? So, wir können uns jetzt wahrscheinlich aussuchen, wen wir möchten, oder? Oder wie ist das jetzt? Was mein? Ja, das ist mal Geschichte, der Herr, ne? Müssen wir uns jetzt aussuchen, wo wir hinkommen? Ich habe das letzte Gespräch jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Das ist gerade ein bisschen. Ist gerade 2 Sekunden so weit her. Lalala, gehen wir. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Dann gehen wir Nein, in. Das ist nicht nötig. Gehen wir ins Westgate? Nein. Dann bleibt nur noch Whitechapel Street, Leute. Dann reisen wir zu Whitechapel Street. Machen wir doch sehr, 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 sehr gerne. Wir sind im Herzen von Whitechapel. Behalten Sie Ihre Brieftasche im Auge, Holmes. In dieser Gegend tummeln sich die meisten Taschendiebe Englands. Machen Sie sich um meine Brieftasche keine Sorgen, Watson. Es wäre leichter, Big Ben zu verrücken, als mich zu bestehlen. Oder sich einen Schilling von Ihnen zu leihen. Amüsant, Watson, wirklich amüsant. Können wir uns nun ernsthafteren Themen zuwenden? Ich bin ganz Ohr, Holmes. So, automatisches Speichern. Da muss ich ja direkt gucken, genau, dass wir diesen Speicherstand hier löschen. Damit wir wieder nur einen Speicherplatz belegt haben. Wer singt hier? Whitechapel Street. Wir befinden uns in einem der Hauptbezirke des Viertels. Ja, das sieht man. Und was für eine Pfund singt hier eigentlich? Was meinen Sie, Holmes? Hier ist nichts in... Wer singst du? Sie sind nicht von hier. Gehen Sie besser wieder. Ist keine gute Gegend. Danke für die Info, kleiner Junge. Nein, das ist nicht nötig. Yo, mit dem Skalpell. Nein. Ups. Ne, der ist eh. Whitechapel Street. Okay. Gucken wir uns mal weiter hier. Bugs Row, wo Polly Nichols Jack the Ripper in die Arme gelaufen ist und den Tod gefunden hat. Das Spiel habe ich von Sherlock Holmes ja auch, aber ich glaube, das läuft wirklich gar nicht am... Hä, ist das nicht die eine Haushälterin? Sind Sie von der Polizei? Wenn ja, dann tun Sie doch etwas. Die Menschen hier sterben vor Hunger. Begnadeter Müßiggänger. Oh. Amen. Oh. Wir haben keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf. Was soll nur aus uns werden? No. Tut mir leid für euch, aber kann euch da eigentlich nicht sehen. Sie lassen uns hier zugrunde gehen. The Rat Hole, das Ratten. Und hier war Jack the Ripper, auch cool. Also, weiß nicht, ob das jetzt cool ist, aber ist halt krass, ne? Bugs. So, wahrscheinlich hier oder so, wo es richtig dunkel ist, ist da. Ja, das war's dann hier in der Gasse, ne? Hier gibt's nichts weiter. Außer viele Elender. Ach, das Schicksal ist halt ein mieser Verräter, ne? Kenne ich nur zu gut, auch wenn jetzt nicht so in schlimm Ausmaßen wie mit der Hungersnot. Sie sind nicht von hier. Du bist ja genauso wie das kleine Kind da hinten. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Oh. Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Nichts Interessantes. Weißt du, der verdient damit seinen Lebensunterhalt. So, nichts Interessantes. Sie sind nicht von... Sie sind nicht von hier. Die will auch nicht mit mir reden. Jetzt bin ich eher in die Spanische gerutscht. Oh, guck mal. Eine Kutsche mit einem Pferd.
Stört. Was ist das denn hier? Ach, so Whitechapel steht da immer noch dran. Ja. Ach, guck mal. Es gibt keine Er muss auch zumachen. Und was ist hier los? Stellen Sie sich hinten an, so wie jeder andere auch. Wird sowieso nur der Erste in der Schlange eingestellt. Also wenn der stirbt, dann wissen wir schon mal, wer das war. Ne, der Herr, der uns gerade angesprochen hat. Der wird dann wohl sterben. Der ist dann der Mörder. Okay. Auch nichts Besonderes los. Also, die Leute tun mir ja schon so dezent leid, ne? Sie lassen uns hier zugrunde gehen. Alle erzählen doch das Gleiche. Was ist denn los? Die war doch schon da hinten. Man kann die Miete nicht bezahlen und wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Oh. Die armen Leute, ey. Eines der vielen Geschäfte, die schließen mussten. Sherlock Holmes, kannst du denn nicht irgendwie helfen, so Regierungsbetrug aufdecken oder sowas? Du musst doch irgendwie helfen können. Burner Street. Burner Street. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Außer Burner Street. Richardson. Packing Case Maker. Burner Street. Das ist der Burner. Ha! Oh, das ist nicht lustig, ey. Was sollen wir? So, ich dachte, ich kann mit denen reden. Kann ich auch. Was soll? Nee. Jetzt. Sind Sie von der Polizei? Okay, genau das gleiche wie die eine Oma da hinten. So, guck mal, hier ist auf jeden Fall Shanghai. Nee, wie heißt es da nochmal? Chinatown. Chinatown ist auch schon vertreten hier in 1800 vielleicht oder 1700. Wir hatten doch Zeitungen, da steht doch so mal drauf, oder? 1898. Es ist kurz vor der Jahrhundertwende. 2 Jahre. Krass. Gab's Sherlock Holmes eigentlich wirklich? Weiß ich nicht. Ja, cool, ne? Ich mag Sherlock Holmes. Würde ich lustig finden. Was macht ihr denn hier? Mit euch kann ich nicht reden. Aber ich finde, das ist schon cool. Das wir suchen. Schon cool gedingst hier, wie heißt's, so animiert mit so ganz vielen Leuten und so, wisst ihr? Ah, die kann ich nicht ansprechen, die Troller hier. Eine Ach, mobile mal. Suppenküche. Ist auf jeden Fall nett von dem Herrn. Ich will mit ihm reden, Ja. Hey, kostenlose Suppe gleich hier nach der Messe. Nur keine Scheu. Dank der unermesslichen Großzügigkeit von Prinz Woodville ist für jeden eine Portion übrig. Eine Essensmarke für eine Schale mit heißer Specksuppe. Entschuldigen Sie, guter Mann. Sie sehen nicht wie jemand aus, der Hilfe braucht. Nee, brauche ich nicht. Wir sind nicht wegen der Suppe gekommen, sondern nur zufällig hier in der Gegend unterwegs. Aber ich möchte Ihnen für Ihr gutes Werk meine Bewunderung aussprechen. Pah. Der Dank gebührt dem wohltätigen Prinz Woodville. Ich fülle nur die Schalen. Nie zuvor hat hier jemand an die armen Leute gedacht. Sehen Sie sich um. An jeder Straßenecke gibt jemand Suppe aus, so wie ich. Ich bin hier groß geworden und versichere Ihnen, das ist das erste Mal, dass die feinen Pinkel sich um uns scheren. Und es versucht niemand, einen Vorteil daraus zu ziehen? Nein, Mister, das geht nicht. Sie müssen eine Essensmarke gegen eine Schale Suppe tauschen. Die Essensmarken sind mit dem Datum des aktuellen Tages versehen und werden nach der Messe ausgegeben. So kann niemand betrügen. Ja, das ist doch mal was sehr Wohltätiges, wa? Holmes, der Mann von der Suppenküche verrichtet nicht nur ehrenamtliche Arbeit, sehen Sie? Ein Würfelspiel. Ach, das können wir doch gewinnen, komm. Lass uns ein Würfelspiel spielen. Komm, alter Mann. Würden Sie mich... Nein, ich möchte das einmal spielen hier. Ein Würfel. Ich möchte mit dir Würfel spielen. Komm. Holmes, ein Würfel. Oh, dann halt nie. Bettler. Ich habe Hunger. Helfen Sie mir in Gottes Namen. Geh gleich in Gottesdienst und hol dir eine Essensmarke ab und dann läuft. Ne? Mal, da kann ich auch nichts machen.
Ich gehe nochmal hier eben lang. Achso, Whitechapel ist das gleiche wie vorhin auch. Reden möchte jemand reden mit mir? Guck mal, der Polizist. Tut mir leid, der Markt ist geschlossen. Es gibt keine Lebensmittel mehr. Ja, super, ne? Okay. Ist der letzte Brotladen in der Gegend, der noch offen hat? Bakery. Oh, das ist aber traurig. Das ist aber sehr traurig. Wir wollen unsere Ermittlungen doch nicht hier fortsetzen, oder Holmes? Nicht, Watson? Was hast du denn dagegen gemacht? Findest du nicht so toll, die Gegend? Hier ist nichts interessant. Also da können wir auch nicht weiter. Jetzt sind wir einmal hier die Whitechapel Street aufgegangen. Hochgegangen. Vielleicht können wir hier nochmal rein. Lassen Sie mich allein. Ist das nicht der Direktor? Das ist doch der Gefängnisdirektor. Der hat auch schon bessere Tage erlebt, wa? So. Ist eigentlich nur so ein Erfolg, wenn ich jetzt hier alles so mir angucke. Betty Street. Davor waren wir in der Burner Street. Oh oh. Ah, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Krankenhaus, ne? Oder gehen wir erst zur Kirche? Ich glaube, wir gehen erst in die Kirche, ne? Erstmal mit dem Pfarrer reden. Oder können wir überhaupt ins Krankenhaus rein? Ich weiß es nicht. Warte. Ich glaube, da können wir rein. Dann gehen wir erstmal hier in die Kirche rein. Weil hier kommen wir auch lang. Kommen wir da überhaupt rein? Whitechapel. Da kommen wir gar nicht rein, oder? Lässt sich nicht. Selbst an diesem Ort werden die armen Leute ihrem Schicksal überlassen. Sehr traurig. Lalala. Oh, die Tauben haben mich gefangen. Oh. Okay. Der Friedhof. Dieser Friedhof ist ein Sinnbild für ganz Whitechapel. Finster, unheilvoll und heruntergekommen. Welch schrecklicher Ort für die letzte Ruhe. Wenigstens plagt sie nicht mehr der Hunger. Super, Holmesy. Kaufen Sie Blumen für Ihre verstorbenen Lieben, mein Herr. Nee. Hab grad keinen Bedarf. Hab keinen Bedarf an Blumen. Vielleicht können wir aber was Interessantes hier finden. Also, mag ja Friedhöfe nicht so sehr, ne? Die Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Sicher? Oder ist da... Ach nee, der ist ja gestorben, der Typ. Lässt sich. Okay. Und ein Seil. Was wir einfach mal einstecken. Nee, doch nicht. In der Baker Street analysierten Proben von diesem... Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. Ha, ha, ha. Das Seil, mit dem der Bischof von Knightsbridge gefesselt wurde, stammt von diesem Friedhof. Es ist nur auf einer Seite ausgefranst, weil es dazu verwendet wurde, Särge in die Gräber hinunterzulassen. Also wissen wir schon mal, das Seil stammt von diesem Friedhof. Das ist krass. Vielleicht finden wir ja noch was hier auf dem Friedhof. Guck mal hier. Sally plus John, Julia plus Edwin, Eva plus Ben, Mara plus Brian. I love you. Yo, ich lieb mich auch. Aber danke, dass ihr nochmal sagt, dass ihr mich liebt. Ich lieb mich auch. Ahahahaha. Mal sehen, ob die in der Baker Street analysierten Proben von diesem Friedhof stammen. Okay. Schwarze Farbe. Granit. Auf beiden Steinen befindet sich dieselbe schwarze Farbe. Der Stein kommt aus dieser Ecke hier. Sonst noch was, oder... Das Gestein stammt vom selben Granitblock.
Dieser schwarz angemalte Stein ist identisch mit der Probe aus dem Seil, das wir in der Baker Street analysiert haben. Und mit der Probe von den Schuhabdrücken der Mörder des Bischofs von Knightsbridge. Wir kommen der Sache das immer mehr auf die Spur. Das muss die Werkstatt des Totengräbers sein. Wenn man sich diesen Ort hier ansieht, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass hier nicht besonders viel gearbeitet wird. Könnte man vermuten, Watson. Könnte man vermuten. Ich glaube, du hast dir eine Beförderung verdient. Mal sehen, ob die in der Bake... Feuchte, schwarze Erde. Feuchte, frisch umgegrabene Erde. Noch feucht. Das ist die gleiche feuchte, dunkle Erde, die wir auch im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Sie stammt also aus einem Grab. Kein schöner Gedanke. Alles fügt sich zusammen, Watson. Die Granitfragmente aus dem Haus des Bischofs stammen von den Grabsteinen dieses Friedhofs. Genauso wie das Seil, mit dem der arme Mann in Schach gehalten wurde. Mit Seilen wie diesen werden die Särge ins Grab hinabgelassen. Mir fallen nur zwei Gründe ein, warum jemand viel Zeit auf einem Friedhof verbringen würde. Entweder die Person ruht sich hier aus, für immer, oder sie arbeitet hier. Mindestens einer der Mörder des Bischofs muss also hier beschäftigt sein. Ein Jammer. Würde der Kerl hier ruhen, hätten wir es leichter. Ja, leicht können wir den Pfarrer fragen, ob der uns Auskunft... Oh, sorry, ich bin über die Särge gelaufen. Über die Gräber. Macht man eigentlich. Vielleicht kommen wir in die Kirche rein. Nee, das war ja zu. Herr Pfarrer, helfen Sie. Aber komm, dann gehen wir jetzt erstmal ins, Krankenhaus rein, ne? Hahaha. So, weil hier holen die anscheinend dann auch wohl, so denke ich mal, Leichen ab und bringen die zum Friedhof. Ist ja direkt gegenüber, eigentlich ganz praktisch. Ich habe Hunger. Nee. Helfen tue ich den aus wie Hans Schielmann, deswegen erst recht nicht. So, Gott ist Wahrheit. Okay. Stürzt nicht ab. Oh oh. I think I have einmal verkackt, das eine zu löschen, ne? Standbild. Das ist ganz mies. Und mein Spiel ist abgestürzt. Schade. Gut, dann mache ich halt das bisschen jetzt nochmal nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Folge ist halt ein bisschen kürzer, aber ist jetzt nicht so tragisch dann, ne? Aber bis zum nächsten Mal bei Das Testament des Sherlock Holmes. Tschüss.